Jo, moin moin, liebe YouTube-Süchtigen. Ja, ich habe ja mal ein paar Lampen vorgestellt in einem von den oder mehreren von den letzten Videos. Und da habe ich ein paar PNs zu bekommen, was denn genau die Lichtstärke ist, wie hell die denn sind und solche Sachen. Und ja, ich kann das so genau nicht beantworten. Darum habe ich hier mal einen kleinen Test aufgebaut. Und zwar habe ich hier ein Tablet mit einer App drauf, wo mit einer App Luxmeter, die habe ich mir kostenlos aus dem Google Play Store runtergeladen. Ist vielleicht nicht so ganz genau, aber es dient hier einfach nur ein Vergleich, damit ihr mal die Unterschiede sehen könnt. Ich habe jetzt im Moment in der Kamera die 35 Watt Energiesparbirne. Die Tageslichtbirne und habt ihr aber noch nicht an. Seht ihr wohl, mein Luxmeter zeigt hier im Moment 5 Lux an. Also das ist also nicht die Welt. Und ich werde euch dann jedes Mal, wenn ich dann diese Lampen anstelle, auch das Luxmeter oben in der Ecke einblenden, wie sich das verhält, und dann könnt ihr euch selber ein kleines Bild machen. Zum Test stehen heute einmal die 35 Watt Energiesparbirne. Dann habe ich hier noch einmal die 45 Watt Energiesparbirne. Dann nehme ich auch noch mal eine handelsübliche 11 Watt, ja, Energiesparbirne, damit ihr einen kleinen Vergleich habt. Und dann habe ich noch mal einmal hier meine LED-Videoleuchte mit 160 LEDs. Werde ich euch aber des Näheren gleich vorstellen. So, wir fangen jetzt mal an mit der 35 Watt Energiesparbirne. Ich mache sie jetzt mal an. Mein Luxmeter zeigt jetzt im Moment 5 Lux an. So, jetzt habe ich sie an und ihr seht, sie schnellt in die Höhe. Müssen mal ein wenig warten. Jetzt hat sie 232 Lux bei einer Entfernung von circa 1,5 Meter. Der genaue Punkt ist noch nicht getroffen. Das heißt, ich habe bloß in meinem Luxmeter oder in meinem Tablet ja bloß einen ganz kleinen Sensor drin, ein Lichtsensor. Darum ist das auch kein genauer Wert. Das soll man eben einfach nur so als Vergleich sehen. So, wir haben die Lampe jetzt eine Zeit lang am Laufen. Und so, Moment. Und ihr seht, sie bringt noch ein wenig Licht, umso länger sie läuft. Also sie braucht eine Zeit lang, um sich einzupendeln, auf die Lichtstärke zu kommen. Sie kommt jetzt so auf 240 Lux ungefähr. Ich würde sagen, der Test, der reicht erstmal für diese Birne. Denn ich glaube, das ist dann wohl der Maximalwert bei dieser Entfernung. So, dann mache ich diese wieder aus. Ihr seht, wir haben wieder 5 Lux. Und jetzt werde ich dieses Leuchtmittel wechseln und sie gegen eine 45 Watt Energiesparbirne tauschen. Na. So. So, jetzt nochmal. Dieses war die 35 Watt Energiesparbirne. Und jetzt werde ich hier diese im Verhältnis kleineres Leuchtmittel 45 Watt reindrehen. Ist ein No-Name-Produkt, made in, naja, China, Korea, Hongkong oder sowas. Ich werde sie jetzt einfach mal reindrehen. Und dann wollen wir da mal testen, ob es dort Unterschiede gibt. Also 10 Watt mehr Leistung, da müsste ja eigentlich auch schon etwas mehr kommen. So. Reingedreht ist sie. Unser Luxmeter hat wieder 5 Lux. Jetzt mache ich sie an.
Und es geht hoch. Tja. 88, 94, 101. Also ich würde sagen, das ist nicht ganz so hell wie die 35er. Das liegt wahrscheinlich auch eben daran, dass diese 35 Watt doch ein sehr großes Leuchtmittel ist und somit auch etwas mehr Licht bringt. So, wir sitzen jetzt bei 138 Lux bei der No Name 45 Watt Glühlampe, Leuchtmittel. Und ja, ich schätze mal, viel wird sich da nicht mehr tun. Also werde ich diese dann mal rausnehmen und werde mal die 11 Watt, das 11 Watt Leuchtmittel reinschrauben. Das ist so eine kleine handelsübliche, nur damit ihr einen kleinen Vergleich habt. Ich schätze mal, die Lichtleistung wird nicht allzu viel bringen, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich war auch davon überzeugt, ja gut, 24 Lux ist natürlich nicht gerade die Welt. Und ich war natürlich auch davon überzeugt, dass die 45 Watt, das 45 Watt Leuchtmittel weitaus heller war als eben die 35er. Jetzt habe ich hier noch eine LED-Glühbirne, Glühlampe. Und die hat 160 LEDs und wir sehen, auch diese hat 221 Lux bei 160 LEDs und bei vollen Batterien. Also wie ihr euch entscheidet, was ihr da macht, liegt natürlich viel am Leuchtmittel, haben wir gesehen. 45 Watt ist nicht immer 45 Watt. Ups, so kriegt mich nicht scharf die Kamera, wa? Und somit war das nun mal eben so ein kleiner Test, ein kleiner Vergleich, damit ihr eben sehen könnt, welche Leuchtmittel eigentlich sind. Also diese hier hat 35 Watt, hat aber eine Lichtleistung von 240 Lux auf einer Entfernung von nicht ganz 2 Meter. Und diese hat 45 Watt und ja, wir haben gesehen, die bringt weit weniger Licht. Dann haben wir hier die 11 Watt handelsübliche, ja, Energiesparbirne und das ist natürlich für unsere Videozwecke gar nicht zu gebrauchen. So, das war es, der kleine Test hier eben von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Denn wie gesagt, ich versuche euch natürlich ein wenig zu erklären und zu zeigen, wenn ihr mir Fragen stellt, wie man, oder ich versuche das zu vergleichen oder versuche das irgendwie zu beantworten. Aber da sind mir auch so die Hände gebunden. Ich habe diese 35 Watt Glühlampe, muss ich sagen, gefällt mir doch am besten. Kostet, das Leuchtmittel kostet bei Amazon einzeln, glaube ich, 15 Euro. Und wenn man dann im Verhältnis rechnet, diese LED mit den 160 LEDs ist auch ein No-Name-Produkt aus Hongkong und die liegt so im Handel auch so bei 30, 35 Euro. Also man muss da selber entscheiden, was einem da lieber ist. Klar, LED ist die Zukunft, aber es ist manchmal auch gar nicht so erschwinglich finanziell und ob sich das dann wirklich lohnt für uns kleine YouTuber, muss jeder selbst entscheiden. So, in dem Sinne, ich wünsche euch dann auch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hans-Dieter. Tschüss.